So, der September hat bereits begonnen und damit wird es Zeit für meine Kinovorschau für den kommenden Kinomonat. Und wie jeden Monat rede ich über die kommenden Kinostart-Donnerstage und habe so ein bisschen die relevanteren / großen Filme rausgesucht und dann so ein bisschen ein Ranking verpackt, welche ich mir in welcher Reihenfolge anschauen würde. Und lange Rede, kurzer Sinn, fangen wir einfach an. Der erste Kinostart-Donnerstag ist der 7. September. Dort gibt es gleich 5 Filme, die nicht ganz uninteressant ist. Als allererstes würde ich mir anschauen Barry Seal, Only in America. Originaltitel ist American Made. Neuer Film mit Tom Cruise in der Hauptrolle. Den habe ich jetzt zweimal gesehen, auf Englisch und auf Deutsch, und der ist sau cool geworden. Die wahre Geschichte von Barry Seal, einem Mann, der in den 70er und 80er Jahren zu einem der größten Drogenschmuggler aller Zeiten geworden ist, dabei unter anderem von der CIA beauftragt wurde, und angeblich hat er Drogen im Straßenwert von 3 bis 5 Milliarden US-Dollar zu jeder Zeit in die USA importiert. Eine abgedrehte Geschichte, ein sehr cooler Film, meine Nummer 1. Als zweites würde ich mir anschauen, immer noch eine unbequeme Wahrheit, unsere Zeit läuft. Rund um Al Gore, viele Jahre nach, eine unbequeme Wahrheit. Jetzt hier also die Doku-Fortsetzung. Es geht darum, was sich für Dinge verändert haben. Es geht auch rund um das Klimaabkommen in Paris. Mittendrin eben Al Gore als Politiker, / jemand, der sich engagiert für den Klimawandel, beziehungsweise das als Hauptthema hat. Eine Dokumentation, dessen Grundthema erst einmal generell wichtig ist, dass wir darüber diskutieren, weil es uns alle betrifft, egal welche Seite man dort betritt. Deswegen finde ich es gut, dass solche Dokus auch auf so großer Ebene mit großem Studiumrücken aufgezogen werden. Daher meiner Nummer 2 ab dem 7. September. Als drittes würde ich mir die Buchbestseller-Verfilmung The Circle anschauen, mit Tom Hanks, Emma Watson, John Boyega und die Geschichte von May Holland, einer jungen Frau, die bei einer Firma namens The Circle beginnt zu arbeiten. The Circle muss man sich vorstellen wie ein Mix aus Facebook, Apple und Google, eine Firma, die für den gläsernen Menschen steht, eine, die aber auch für Überwachung stehen kann, eine, die eine schrecklich große Macht im Grunde hat, sodass man fast kartellrechtlich dagegen vorgehen muss. Eine Firma, bei dem die Regierung abhängiger von ihr ist als umgekehrt, und mittendrin nimmt diese Frau. Und die Frage ist, wie viel wollen wir von uns preisgeben? Benehmen wir uns besser, wenn wir beobachtet werden? Sind Geheimnisse immer Lügen? Ein interessanter Film, dessen reine Machart eigentlich eher Licht und Schatten hat und gar nicht so stark geworden ist, aber dessen Kernthematik diskutiert und vor allem streitbar ist. Meine Nummer 3. Als viertes würde ich mir anschauen, Meine Cousine Rachel, mit Rachel Weisz und Sam Cleveland, die Geschichte vom Gentleman Philip, der besorgt ist um seinen Cousin Ambrose und diesen besuchen will. Aber noch ehe er auf dem Anwesen angelangt, verstirbt dieser. Die Frage ist, was ist passiert? Ambrose' Frau, die Philip eigentlich nie wirklich kennengelernt hat, die jetzt nun Witwe ist, namens Rachel, hat auf der einen Seite was sehr Verführerisches, aber könnte auch sehr gefährlich sein. Ein romantischer Thriller, der meine Nummer 4 ist. Und als fünftes würde ich mir die österreichische Komödie Die Migranten anschauen. Die Geschichte von Benny und Mirko, die zwar Migrationshintergrund haben, aber Österreicher sind, zur Gesellschaft normal dazugehören, eigentlich Vorbilder sind, aber weil eine TV-Redakteurin dringend für eine Doku noch Leute braucht, machen sie sich oder nehmen sie die Aufgabe an, sich wie Klischee-Ausländer zu verhalten. Nun wird aber diese fiktive Realität die wahre Realität einholen. Mal gucken, was das wird, meine Nummer 5. Eine Woche später, ab dem 14. September, wieder 5 Filme. Als erstes würde ich mir anschauen Logan Lucky, der neue Film von Steven Soderbergh, mit unter anderem Channing Tatum, Adam Driver oder auch Daniel Craig, die Geschichte von den Brüdern Jimmy und Clyde Logan. Der eine verliert ständig seinen Job, liebt aber seine Tochter über alles, obwohl er nicht das Sorgerecht für sie hat. Der andere ist ein Barmann, bei dem man nie so richtig weiß, wann er gleich explodiert. Beide zusammen wollen einen großen Coup durchziehen und bei einem NASCAR-Rennen deren Safe leer räumen. Dazu brauchen sie die Hilfe von einem Gefängnisinsassen, der ein guter Safe-Knacker ist, aber der sitzt nun mal im Gefängnis, gespielt von Daniel Craig. Dieser neue Steven Soderbergh-Film ist abgefahren, cool, sowas wie eine trottelige, aber extrem gut und intelligent geschriebene Version von Ocean's 11 und Logan Lucky, definitiv meine Nummer 1 ab dem 14. September. Weiter geht es mit dem neuen Darren Aronofsky-Film mit Jennifer Lawrence in der Hauptrolle und Javier Bardem namens Mother. Den würde ich mir als zweites anschauen. Die Geschichte eines Dichters und seiner Ehefrau, die einem Mann, gespielt von Ed Harris, Einlass gewähren, und aus diesem Besuch soll ganz Gruseliges bzw. Spannendes entstehen. Der Trailer gibt so ziemlich gar nichts preis über diesen Film, aber macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Und Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris, coole Kombination. Als drittes würde ich mir anschauen Radiance. Ein asiatischer Film rund um eine Autorin namens Misako, die Hörfassungen für Blinde von Kinofilmen verfasst. Bei Testscreenings kommt ihre Version und ihre Arbeit aber nicht wirklich gut weg. Dann lernt sie einen Fotografen kennen, der kurz vorm Erblinden steht, der im Grunde alles liebt, was er sieht, aber eben das Augenlicht verliert, der ebenfalls ihr nicht besonders wohlgesonnen, was ihre Arbeit angeht. Das stürzt sie fast in eine Sinnkrise, aber gleichzeitig auch eine romantische Begegnung dieser beiden. Ein tiefschürfender Trailer, der mir richtig gut gefallen hat. Deswegen Radiance
Auf Platz 3 bei mir. Als Viertes dann High Society. Gegensätze ziehen sich an. Wieder Emilia Schüle und Janis Niewöhner in Hauptrollen. Nach gerade erst gestartetem Jugend ohne Gott. Das ist die Geschichte von Annabelle von Schlacht, die an einem reichen Haus lebt, eine Familie, die einer Industriedynastie angehört. Aber es stellt sich heraus, dass sie einst als Kind bei einem Vertauschungsskandal in einer Geburtsklinik vertauscht wurde. Und auf einmal findet sie sich bei ihrer wahren Mutter wieder, die Carmen Schlons heißt. Großartig gespielt von Katja Riemann und sehr lustig. Dabei entsteht eine Vertauschungskomödie, die sehr seicht ist, und vor allem gibt es dann noch diesen sexy Polizisten, den Annabelle auf einmal kennenlernt, und quasi geht es um Klischees und Vorurteile, diese vielleicht zu überwinden. High Society, eine seichte Komödie, und meine Nummer 4. Und als Fünftes würde ich mir anschauen, Das Löwenmädchen. Im Norwegen 1912 wird ein junges Mädchen namens Eva geboren. Die Mutter verstirbt bei der Geburt und sie ist als kleines Baby schon von Haaren überdeckt. Sie wird das Löwenmädchen genannt und wächst isoliert auf. Aber als Teenagerin beschließt sie rauszugehen und muss dort die Reaktion der Gesellschaft hinnehmen. Das ist mein Nummer 5 ab dem 14. September. Dann eine Woche später, ab dem 21. September, hätten wir gleich 6 Filme. Als Erstes würde ich mir Kingsman 2 The Golden Circle anschauen. Das heißt nämlich, dass Gary wieder zurück ist in das Hauptquartier. Der Kingsman wird angegriffen und zerstört. Aber die Kingsmen erfahren zum Glück, dass es in den USA ein Pendant namens Statesman gibt. Sie tun sich zusammen, um diesem großen Übel entgegenzutreten. Mit Taron Egerton, Mark Strong, Channing Tatum oder auch Colin Firth haben die Trailer zu dem Film richtig viel Stil. Und wenn der ansatzweise so wird wie der erste Teil, glaube ich, dass hier viele Fans glücklich wären. Als Zweites würde ich mir anschauen Schloss aus Glas mit Brie Larson oder auch Woody Harrelson. Die Geschichte von Jeanette, die als Kind miterleben muss, wie die Familie ständig umzieht, weil der Vater ein Trinker ist, dann ist sein Job verliert und es gibt eine ganze Menge Gläubiger im Rücken, vor denen man fliehen muss. Aber er auf der anderen Seite immer wieder die Fähigkeit besitzt, wunderbare Abenteuergeschichten daraus zu stricken, und Jeanette, obwohl man kein Geld hat, einigermaßen glücklich ist. Aber irgendwann ist die Armut einfach zu krass. Und als Jeanette erwachsen ist, hat sie keinen Kontakt mehr zu ihren Eltern, sieht sie aber eines Tages Essen aus einer Mülltonne fischen und beschließt, diesen Kontakt wieder aufzunehmen. Klingt interessant, vor allem bei dieser Besetzung. Meine Nummer 2 ab dem 21. September. Als Drittes The Book of Henry von Colin Trevorrow, ein Regisseur, der einen steilen Karriereweg aktuell geht, mit Naomi Watts, mit Jacob Tremblay unter anderem. Die Geschichte von Susan, die als Kellnerin in einem Diner arbeitet, hat 2 Söhne. Einer davon ist Henry, ein Hochbegabter, der das Leben wunderbar alleine managt, obwohl er noch nicht mal 10 Jahre alt ist. Aber vor allem beobachtet er, dass ein Nachbarsmädchen misshandelt wird von ihrem Vater, der gleichzeitig der Polizeichef des Ortes ist. Und wer schenkt so einem Jungen schon Glauben? Und deswegen beschließt Susan zusammen mit ihrem Sohn, für Gerechtigkeit zu sorgen. Guter Trailer, deswegen meine Nummer 3. Als Viertes würde ich mir anschauen The Lego Ninjago Movie. Die Geschichte von 6 Ninjas, die ihre Heimatstadt Ninjago verteidigen wollen. Aber tagsüber sind sie nur Schüler an einer Highschool. Dabei geht es aber eigentlich nicht nur darum, dem Lehrmeister zu folgen, sondern auch diese Stadt vor Warlord Garmadon zu schützen, der aber eine besondere Familienbindung hat zu Teilen eben dieser 6. Und damit sind wir hier wieder im Lego-Franchise drin. Lego Batman Movie, Lego Movie fand ich großartig. Bei Ninjago Movie bin ich mir noch nicht sicher, ob das eher ein Film für Jüngere wird oder doch für das gesamte Publikum gedacht. Deswegen hier erstmal nur auf Platz 4 bei mir. Als Fünftes würde ich mir anschauen Richard Gere im Norman. Der spielt dort Norman Oppenheimer. Ein Mann, der eigentlich Erfolg haben will, tolle Pläne umsetzen will in New York, aber keiner will was mit ihm zu tun haben, nicht mal die eigene Familie. Als er eines Tages einem israelischen Politiker ein sehr teures Paar Schuhe kauft und der später in einem sehr hohen Amt landet, da profitiert Norman im Nachhinein enorm von. Und auf einmal wollen alle seinen guten Kontakt. Und er landet ganz oben auf der Weltbühne und will wieder einen Plan umsetzen. Nur als der schief geht, zieht das eine ganze Menge Menschen mit rein. Meine Nummer 5. Und als Sechstes würde ich mir anschauen, Hereinspaziert, französische Komödie. Einmal mehr mit Christian Clavier in der Hauptrolle und die Geschichte von dem Autor Jean, der in einem Buch fordert, dass die Reichen der französischen Bevölkerung ihre Wohnungen und Häuser öffnen sollten, um Arme und Obdachlose aufzunehmen. In einem TV-Duell wird er aufgefordert, auch mit gutem Beispiel voranzugehen. Und deswegen macht Jean das auch und lässt eine 4-köpfige Roma-Familie bei sich einziehen. Klar, dass hier Welten aufeinanderprallen. Französische Komödie und meine Nummer 6 ab dem 21. September. Und der letzte Kinostart Donnerstag wird dann, der, wir rechnen 7 Tage drauf, der 28. 4 Filme, um die es gehen soll hier. Und zwar als Allererstes S. Neuverfilmung der Doppel-TV-Filme von 1990, basierend auf Stephen Kings Roman S und die Geschichte rund um den Horrorclown Pennywise. Er kann als jede horrorhafte Gestalt auftauchen, aber gerne als dieser Clown mit den zackigen Zähnen, der Luftballons fliegen lässt. Es geht um die Stadt Derry, es geht um eine unglaublich hohe Anzahl von Kindern, die dort verschwinden, aber auch Erwachsenen, und es geht um den Club der Verlierer. Ein Zusammenschluss eben aus 7 jungen Menschen, die spätestens als Erwachsene beschließen wollen, es diesem Clown heimzuzahlen. Mit der heutigen
Technik, glaube ich, kann das sehr gruselig werden. Die Trailer haben weltweit Klickrekorde gebrochen. Auf S freue ich mich unglaublich. Meine Nummer 1. Als zweites würde ich mir anschauen, Cars 3 Evolution. Lightning McQueen ist zurück. Inzwischen ein bisschen in die Jahre gekommen, aber trotzdem will er das Pisten-Cup-Rennen gewinnen, auch wenn es neue, hochtechnisierte Gegner gibt, wie beispielsweise Jackson Storm. Ist es eine junge Mechanikerin namens Cruz, die ihm zur Seite steht und versuchen will, trotzdem dieses Rennen zu gewinnen. Alte Generation gegen neue Generation und ein Franchise, das hier in die dritte Runde geht. Meine Nummer 2. Als drittes würde ich mir anschauen, Victoria und Abdul. Die wahre Geschichte in dieser von Judi Dench verkörperten Geschichte rund um Queen Victoria, die 1887 ihr 50-jähriges Thronjubiläum feiert. Dabei reist extra ein indischer Bediensteter an namens Abdul Karim und schnell steht eine Freundschaft, die am Hofe gar nicht gern gesehen wird, zwischen Victoria und Abdul. Darum soll es gehen. Die Trailer sind süß und haben einen bissigen Humor. Bin gespannt. Meine Nummer 3. Und als viertes würde ich mir anschauen mit Dieter Hallervorden, Rock My Heart. Die Geschichte von Jana, die 17 Jahre alt ist, einen Herzfehler hat und weiß nicht, wie lange sie noch leben wird. Deswegen will sie das Leben einfach genießen, jedes Abenteuer wagen. Das finden die Eltern aber nicht wirklich gut. Eines Tages lernt sie den Hengst Rock My Heart kennen und den will sie gerne reiten und bei einem großen Rennen gewinnen, um auch Geld zu verdienen, um Schulden, die mit ihrer Krankheit im Zusammenhang stehen, zurückzahlen zu können. Dabei trifft sie auf einen besonderen Trainer, aber auch gleichzeitig auf die große Gefahr, ob es nicht gefährlich ist, aufgrund ihrer Krankheit ein so großes Wagnis einzugehen, und diese Krankheit verschweigt sie eben auch dem einen oder anderen. Der Trailer sieht so lala aus und gerade nach Filmen wie Bibi und Tina, dem Franchise oder den Ostwind-Film, mal gucken, ob sich hier ein Film so gut schlagen kann an die Kinokassen, zumindest meine Nummer 4 ab dem 28. September. Und damit haben wir auch die Kino-Vorschau durch. Worauf freut ihr euch denn am meisten? Also ich muss sagen, jede Woche ist was Geiles dabei. Wir haben The Circle ab dem 7., auf den ich mich freue. Wir haben Logan Lucky, der Spaß macht, eine Woche später. Wir haben noch eine Woche später die Kingsman, die wieder zurückkehren. Und dann startet es in den Kinos. Also jede Woche ein Film, wo ich mich wirklich drauf freue und die wirklich wahrscheinlich sehr viel drauf haben. Das ist doch ein guter Start in den Herbst. Okay, danke fürs Reinschalten an dieser Stelle, Leute. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.